2 der Boxgrundschule, erster Teil, haben wir Grundlagen Beinarbeit gemacht, ja, mit Boxerschritt, Umstellschritt. Jetzt kommen wir einmal zu natürlich was Wesentlichem, dem Schlagen. Und zwar wollen wir uns heute mit der Führhand beschäftigen. Ja? Führhand ist die Hand, die vorne ist, ja? Also im klassischen Boxen ist die Hand vorne, ja? Die andere die Schlaghand, ja? Auf Deutsch Führhand, Schlaghand, auf Englisch, oder wenn ihr das mal den Begriff mal hört, haben wir Punch, Power Punch, ja? Wobei dann die Führhand der Punch, Power Punch dann die Schlaghand ist. Ja? Also, Auslage, die wir stehen, denkt dran, ne? Wir sind schulterbreit, halber Schritt nach hinten, Hände sind oben, eine Hand am Kinn, die andere, die Führhand, steht vorn. Ja? So, wir schlagen nach vorne raus, ja? Schlagen nach vorne raus, ja? Funktion, man sieht, es ist eine gerade Linie von meinem Kinn zum Ziel. Ja? Wenn man das von der Seite sieht, gerade Linie, zurück zum Kinn. Ja? Gerade Linie, zurück zum Kinn. Ja? Gerade Linie, zurück zum Kinn. Gerade Linie, zurück zum Kinn. Auf die Feinheiten gleich kommen wir noch zu sprechen. Ja? Also auf die Feinheiten für die Führhand. Ja? Das ist noch ein bisschen mit Deckung, mit der Bewegung der Hüfte. Aber wir kommen erstmal in Bewegung. Das heißt, wir kommen in Bewegung, was ich gerade schon gemacht habe. Wir stehen, ja, bewegen uns mit Umstellschritt raus. Ja, bewegen uns zum Umstellschritt, boah. Wir kontrollieren den Schritt raus. Kontrollieren den Schritt raus. Ja, auf geht's, 2 Minuten. Auf geht's. Und raus. Stehen, raus. Stehen, raus. Wir drehen auf den vorderen Fuß. Ja. Wir drehen auf den vorderen Fuß. Ja, hup, 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 hup. Denkt dran, die andere Hand bleibt am Kinn, auch wenn die Führhand geschlagen wird, bleibt die andere Hand, bleibt an eurem Kinn. Ja, sehr schön. Schön rumarbeiten, bumm, schön rum, schön locker, hoppa, hoppa. Hoppa, 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 hoppa. Wir wechseln die Richtung, ja? Hup, ein. Hup, 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 hup. Auch wenn die Arme schwer werden, nicht fallen lassen. Hup. Hopp, 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 hopp. Ja, schön. Schön weiter durch einmal. Hopp. Wechsel. Das heißt, in der Auslage, die euch nicht so lieb ist, das wäre jetzt bei mir, ja, das ist jetzt eine Rechtsauslage, das heißt, mein rechter Arm steht vorne, obwohl ich Rechtshänder bin, mein rechter Arm steht vorne, ja, und mit dem würde ich jetzt gleich eine Führhand schlagen. Hat den einfachen Grund, dadurch, dass ich halt die andere oder gegenläufig zu meiner, ja, sag mal, zu dem koordinativen Ablauf, den ich sonst habe, da gegenläufig trainieren. Das heißt, ich verlagere rechts vorne, ja, statt links vorne, verbessere ich auch meine gute Seite. Ja? Das heißt, auch die Auslage, die für mich gewohnt ist, verbessere ich, ja, dadurch, dass ich da ein bisschen mehr Anspruch reinbringe, ja, wenn ich die Auslage wechsle. Wir machen das gleiche Spiel.
Andere Auslage, der Schulterbreite, aber Schritt. Wir stehen mit rechts vorne, zumindest der Rechtshänder. Wir arbeiten raus und gehen auf. Auch da arbeiten wir 2 Minuten. Bup, bup, bup. Ja, denkt dran, auch wenn das jetzt eure vermeintliche Führhand ist, bleibt die am Kinn. Bup. Ja, nach 1 Minute werden wir wieder die Richtung wechseln. Bup, bup, bup. Hopp, 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 hopp. Hände bleiben oben, ich weiß, werden langsam schwer. Hopp, 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 hopp. Und wir drehen uns, ja, wir drehen uns in die andere Richtung, ja. Andere Richtung von der Meinung. 1. Komm, komm. Schön locker raus. Hopp. Ja. Auf die rechte. Schön locker. Schön locker rausarbeiten. Ja. Schön locker. Hoppa. 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 Hopp. Hopp, hopp, schön locker bleiben, hopp, 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 und aus, sehr schön. So. Ich habe gesagt, wir kümmern uns um noch ein paar Details bei der Führhand. Ja, Führhand oder Schlaghand ist egal. Die Details sind bei beiden sehr, sehr ähnlich, nur dass bei der Schlaghand noch ein bisschen mehr dazukommt. Das werden wir im nächsten Video machen. Und zwar, schaut mal, ich schlage die Führhand, meine Schulter geht hoch. Ja, ganz wichtig. Ja, meine Schulter bei der Führhand wird hochgezogen. Ja, ich mache quasi das. Ja. Da wird hochgezogen. Und zwar dient das dazu, ich ziehe meine Schulter hoch, seht ihr, ich ziehe die Schulter hoch, so wird die Fläche an meinem Kopf kleiner, das heißt auch die Fläche, die zum Beispiel Meinung und wird gekontert, bei einem Konter halt für den Angreifer schwieriger wird, weil die Fläche meines Kopfes kleiner wird. Ja, vor allem schütze ich diesen empfindlichen Bereich, Kinn, ja, alles, was hier in Verknöcherung im Augenbereich ist, ja, wie ne, Augenhöhle und ähnliches, wird halt gut dadurch geschützt. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt die nächste Übung machen, bitte achtet drauf, wenn ihr die Führhand schlagt, ja, zieht ihr die Schulter oben auf. Dabei auch nicht vergessen, ne, die Hand, die andere Hand, ja, also die Schlaghand, bleibt am Kinn. Die Bewegungsform, die wir jetzt wählen, ist ein Boxervierek. Das heißt, wir sind wieder schulterbreit, halber Schritt. Ja, wir haben 1, 2, Schlag. Ja, wir haben 1, 2, Schlag. 1, 2, Schlagen. 1, 2, Schlagen. Ja, quasi arbeiten wir auf dem Boden ein imaginäres Viereck ab. Ja, tatsächlich ein imaginäres Viereck auf dem Boden und an jeder Ecke des Vierecks schlage ich einmal eine Führhand. Wir machen das zusammen. Ja, wieder 2 Minuten. Nach 1 Minute ja, wechseln wir wieder die Richtung. Raus. 1, 2, 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 korrigiert zwischendurch immer mal die Füße, ja, 2, raus, 1, 2, und raus, komm, komm, raus, 1, 2, raus, 1, 2, raus, 1, 2, raus, 1, 2, raus, zeigt das von der Seite, ja, 1, 2, raus, 2, raus, 1, 2, raus. 2, raus. 2, raus.
Wir ändern die Richtung. Ja? Teilt. Wir haben 1, 2, raus. 1, 2, raus. 1, 2 und raus. 1, 2, raus. Sehr schön. Schön durcharbeiten. Hupa. 2, raus. 1, 2, raus. 1, 2, raus. 2, raus. 1, 2, raus. 1, 2 und raus. 2, raus. 1, 2, raus. 1, 2, raus. 1, 2, raus. Sehr schön, weiter durch. Weiter durch. 1, 2 und raus. 1, 2, raus. 1, 2, raus. 1, 2, raus. Sehr schön. Einmal ausschütteln. So. Häufige Fehler, die bei der Führhand, auch bei der Schlaghand, gemacht werden, ist, dass ein Chicken Wing durchgeführt wird. Ja? Also, Chicken Wing durchgeführt hört sich so komisch an, als wenn man eine Handlung durchführt. Und zwar ist es so, ja, man fängt an, jetzt übertrieben, den Ellenbogen rauszunehmen und so zu schlagen. Ja, man schlägt dann so. Ja? Ich möchte aber immer den Ellenbogen bzw. die Hand in einer geraden Linie von meinem Kopf zum Gegner, ja, in einer geraden Linie von meinem Kopf zum Gegner und in einer geraden Linie auch wieder zurück und nicht in so einem Bogen. Ja? In einer geraden Linie zum Gegner und in einer geraden Linie wieder zurück. Es gibt eine schöne Methode, das zu üben. Und zwar stelle ich mich an eine Wand, in die Auslage, wirklich Schulter an die Wand, hoch, ja, und jetzt schlage ich aus, ja, schön raus, ja, da. Eine schöne Methode, das zu üben, werden wir jetzt noch einmal tun, jeder einmal an die Wand, kommen wir wieder, eine Minute pro Seite, da werden wir auch wieder die Seite machen, die, ja, nicht unsere Führhand ist, aber auch wieder um ne, ein bisschen die koordinativen Fähigkeiten für die gute Seite einfach zu erhöhen. Ja? Auf geht's. Und los geht's. Huppa. Ja, steht der Schulter an der Wand und arbeiten los. Huppa. Hupp. Aha, sehr schön. Ja, schön raus. Huppa. 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 Ja. Ruhig wieder nochmal korrigieren dazwischen. Ja, und raus. Schön raus. Schön lang. Huppa. 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 Ja, denk dran. Schulter breit. Halber Schritt. Weiter geht's. Ja. Huppa. 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 Hoppa, 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 hoppa. So, wir ändern die Seite, das heißt, rechts steht vorne bei mir, ja, rechte Schulter ist an der Wand und wir arbeiten los. Ah, hoppa, 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 hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Ja? Denk dran, die Hand, die bleibt immer oben. Ja, auch wenn es jetzt vermeintlich meine normale Auslage ist. Ja, Hand bleibt oben. Schön lang. Schulter bleibt an der Wand. Ja, schön raus. Schön lang raus. Hupa, 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 hupa. Sehr schön. Schön lang raus. Am Kopf. Schön lang. Schön lang raus. Hupa, 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 hupa. Sehr schön. Einmal raus. So. Ja. Wir machen noch eine Übung. Und zwar, jetzt machen wir noch eine Übung. Und zwar möchte ich mit meiner Führhand ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr eindecken. Das heißt, ich möchte quasi doppelt mit meiner Führhand schlagen. Ja? Würde auch aussehen, wir haben 1, 2. Ja? Ja, von der Seite haben wir 1, 2.
Die Funktion ist dieselbe, nur dass ich nicht in eine, ich sag mal, komplette, ja, in eine komplette Auslage zurückkomme. Ja? Wenn ich stehe, ja, wir haben 1 und arbeiten wieder. Ja? 1, 2. Ja, 1, 2. Ja? Hinterher ist das wirklich so ein Klatsch-Klatsch. Ja? So sollte es sein. Ja, dann habe ich 1, 2. Ja, das ist wirklich auch 1, 2. Ja, bumm, bumm. Ja. Das kann jeder nach seiner Intensität üben. Ja, also ich kann natürlich am Anfang arbeite ich, dass ich das locker durchführe. Hinterher arbeite ich ja, vor allem viel mit der Hüfte. Ja. Das heißt, meine Hüfte bringe ich mit nach vorne. Ja, man sieht, ich habe so eine Bewegung dabei. Ja. Das ist wirklich 1 oder 1, 2. Ja, werde ich da schön rausarbeiten. Wir arbeiten uns das jetzt noch einmal in den Boxervierecke. Ja, auch Boxervierecke ist nun mal eine wesentliche Bewegung. Ja, also eine elementare Bewegung, ja, so wie ich mich bewegen sollte. Nochmal darauf zurückzukommen, Boxervierecke, ja, ich bewege mich in die Richtung, wo ich mich hin bewege, da bewegt sich das Bein auch als erstes. Das heißt, nach rechts ist das das rechte Bein, was als erstes geht. Nach hinten das hintere, nach vorne das vordere, nach links das linke. Ja. Wir sind wieder dabei, die Ecken sind wieder unsere Startpunkte, so, wo wir, ich sag mal, eine doppelte Führhand schlagen können. Ja, ich gehe einmal durch, das heißt, wir haben 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, das machen wir wieder eine Minute, dann wechseln wir die Richtung. Ja. Dann würde ich sagen, fertig werden und los geht's. 1, 2, bum, bum. 2, 1, 2. 2, 1, 2. 1, 2, bum, bum. 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 2, 3, jawohl, 2, bum, bum, 1, 2, bum, bum, komm, komm, bum, bum, 1, 2, 2, bum, bum, 2, bum, bum, 2, bum, bum, Hände bleiben oben, vor allem auf die Deckungshand, ja, bum, bum, 2, bum, bum. Wir ändern die Richtung. Wir gehen in die andere Richtung. 1, 2, hup, hup. 2, hup, hup. 2, hup, hup. 2, 1, 2, 1, 2, hup, hup. 1, 2, 1, 2, 2, hup, hup. 1, 2, hup, hup. 2, hup, hup. 1, 2, hup, hup. 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 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
übernimmt die Schulter quasi die Aufgabe des Schutzes. So, wir haben eine Übung dazu gemacht. Und zwar haben wir mit dem Ausstellschritt gearbeitet. Ja, das heißt, wir stehen, ja, mein Bein stellt aus um 90 Grad. Ja, und ich arbeite einmal sauber genau meine Führhände ab. Ja, haben wir in beide Richtungen gemacht, ja, dass wir gesagt haben, ja, wir gehen auch in die Richtung, aber über die längere Seite. Sehr schön. Dann haben wir damit gearbeitet, dass wir gesagt haben, wir nehmen einen Boxerschritt, ja, also das ist das imaginäre Boxervier-Eck auf dem Boden, ja, wo wir in jeder Ecke von dem imaginären Viereck arbeiten. Ja. Da haben wir gesagt, wir haben 1, 2, arbeiten raus, 1, 2, arbeiten raus, 1, 2, arbeiten raus, 1, 2, arbeiten raus. Auch da haben wir eine Richtungsänderung nach einer Minute durchgeführt. Wichtig mit der Richtungsänderung, genauso wie wir auch mit der Schlaghand als Führhand gearbeitet haben, ist eine koordinative Schulung. Ja. Auch hier haben wir gesagt, wir nehmen das rechte Bein jetzt nach vorne als Rechtshänder, eigentlich meine Schlaghand, nicht meine Führhand, und wir arbeiten wieder 1, 2, raus, 1, 2, raus, 1, 2, raus, 1, 2, raus. Ja. Immer sollten diese beiden Übungsvarianten sollten immer drin sein. Also ich wechsle die Auslage einfach, um die koordinativen Fähigkeiten in meiner guten Auslage zu verbessern. Dann hatten wir noch eine Übung, um Fehler ein bisschen auszumerzen, und zwar den Fehler, dass wir den Ellenbogen ausstellen. Ja? Also im Volksmund den Chicken Wing machen. Ne? Ja, Chicken Wing. Ja? Das heißt, das möchte ich nicht, weil ich möchte in einer geraden Linie, ja, möchte in einer geraden Linie zum Ziel und wieder zurück und nicht in so einem Bogen. Da haben wir die Übung genommen, dass wir gesagt haben, wir stellen uns mit der Schulter an die Wand, ja, und arbeiten nach vorne aus. Schulter bleibt an der Wand. So hat der Ellenbogen keine Chance auszulenken. Ja. Machen wir auch beidseitig, eine Seite und die andere Seite, weil auch bei der Schlaghand sollte die Schulter nicht auslenken, der Ellenbogen nicht auslenken. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns dann in Teil 3 wieder, da werden wir uns mit der Schlaghand beschäftigen oder Power Punch, wie es auf Englisch heißt. Viel Spaß, ciao!